Merry Christmas! Wir sind zurück. Es ist der 25. Ich hoffe, ihr seid gestern alle schön beschert worden und es lagen die fettesten Geschenke und eure Wunschliste komplett unterm Weihnachtsbaum. Wir werden gucken, wer heute Geschenke verteilt. Und für dich ist nicht nur Weihnachten, sondern du hast heute Geburtstag. Schenkst du ihm den Win und Game 3 oder hast du was dagegen? Da wird schon das L gezeigt. L. Zum Geburtstag? Ja, und zu Weihnachten. Und zu Weihnachten. Okay, wir gucken mal. Was hältst du davon? Wie ist der Gameplan heute für dich? Auf jeden Fall gewinnen. Auf jeden Fall gewinnen. Wir wollen gar nicht lange schnacken, sagt man, glaube ich, im Norden. Und wir sagen Spiel 2, 25. Christmas Game. Let's get it. Hallo, let's ready. Check, let's go. Thank you.
Es gab Geschenke auf beiden Seiten, vor allem fürs Highlight-Tape. Ihr habt die Highlights gerade nochmal gesehen. Move of the Game. Ich weiß gar nicht, was es war. Ihr hattet beide Highlights. Es war nice. Du hattest einen guten Fake, wo auf einmal du da hinten geendet bist. Du hattest nice Postgame-Dinger. Du hattest einen Chase-Down-Block, weil sonst hätte er Game gemacht. Es war ein wildes Game und trotzdem heißt es, Arthur ist in der nächsten Runde. Es war ein knappes Spiel. Was lief dann doch besser für ihn am Ende des Tages? Ich habe einen Open Layup gebrickt. Das war mein Problem. Open Layups tun weh, aber du bist auch noch nicht so lange dabei. Deswegen erstmal Props für das, was du bis jetzt in der Zeit geschafft hast. Weil, hey, habe ich nicht erwartet, dass du so ein Game hinlegst. Hat Spaß gemacht zuzugucken. Und jetzt zu Arthur. Nächste Runde. Du hast deinen Gegner auch schon gesehen. Du weißt, wer es ist. Du zeigst schon da. Hier gibt es schon die ersten kleinen Zwischengespräche, sagen wir so. Congrats erstmal hierzu. Wie war es für dich? War es zu easy? Also ich habe Konzentration nachgelassen, das ist meine Schwäche, weil ja, ich hätte nicht noch so knapp werden lassen sollen. Ja, aber es war ziemlich comfortable, also es war okay. Ja. Nicht noch knapp werden lassen, aber war dann doch comfortable irgendwo. Das erste und dann das zweite habe ich gleich zu comfortable. Es geht jetzt gegen Alistair. Was wird der Gameplan sein gegen den jüngsten Teilnehmer? Rechte Hand, er hat keine linke. Er hat keine linke Hand. Hier wird schon gescoutet. Das gefällt mir. Heute ist Sonntag. Am Montag gibt es die nächste Serie für euch. Morgen um 19 Uhr. Dann geht's weiter. King of Cologne. Montag, Mittwoch, Freitag. Und das letzte Spiel in der Woche ist immer am Sonntag. Yes, da hat jemand aufgepasst. Wir sehen uns morgen 19 Uhr. Let's go.